Hallo zusammen. So, jetzt starten wir das Ganze erst mal. Und ja, heute werden wir an meiner Anlage hier weiterbauen. Breitmaul-Nashorn hatten wir ja letztes Mal hier schon fertiggestellt. Ja, klar, das Dach fehlt noch ein paar Details, aber waren ja hier stehen geblieben. Bin ja Giraffen, beziehungsweise habe ich mir schon überlegt, Zebras und ein paar einige andere, da müssen Kombinationsgehege wahrscheinlich werden. Und wenn wir heute erstmal weiterbauen, aber ich muss gleich erstmal schauen, ein bisschen Sound wäre vielleicht gar nicht mal so. Glaube, das passt ganz gut so. So müsste es passen. So, Mikro müsste hier auch passen jetzt. Kannst ja auch gut. So, letztens hatte ich ja schon angefangen mit netten neuen Bauelementen aus dem letzten DLC zu arbeiten. Das werde ich jetzt auch weitermachen. Hier das erstmal kriegen hier. Okay. So, da haben wir das auch. Hinten brauchen wir dann noch. Ja, aber gerade Kollege, wir brauchen danach auch einen Inkern. Während das danke. So nicht, warum der Gegeneingang Power nimmt. So. Hat er da wieder das andere weggemacht? Kann man ja ordentlich ja mit Longwänden oder was dazu bauen. Wir lassen es erstmal so.
Gut, man kann es ja mal austesten, indem man jetzt einfach mal Mini-Gehege draus macht. So. Okay, würde gehen. Dann können wir es lassen. So. Nach Bedrohung. Das, was mich halt immer ärgert, ist halt wenig Rohelemente. Theoretisch könnte man ja mit sowas hier Eingang schaffen. Aber nur alles viel zu. Blöd, was der Schatten da gerade wird. Noch mal zu, da kann man hier oben noch so malen. Das ist wieder schmalz. Ich setze das auf. Wohl, dann können wir ja auch eigentlich. Kann man da noch einfach hier so Stamm noch mal draußen dran sitzen, ich will auch nicht die Ecke mehr. Was ist das? Ja, so sieht's, so gefällt's mir. Muss aber sagen, jedes Mal, wenn man hier eine Weile nicht zockt, das Reinkommen ist immer schwer irgendwie. Man klickt sich häufig. Das, was ich aber auch noch schade finde, dass sie bis jetzt Thema Eingang. Dass da nie mal eine andere Alternative gekommen ist, außer diese komischen Stahltüren. Naja. Vielleicht kann man Sound doch wieder. Vielleicht nur auf 80. Oder das ist besser 80 plus. Bin mir unsicher gerade, wie der Sound aufgenommen wird. Ich hatte nämlich die letzten, naja, Tage auch ein bisschen Probleme nach dem letzten OBS-Update. Wollte aber auch mal ein bisschen schauen. So, jetzt ist erstmal die Frage, wie bauen wir es denn hier am sinnvollsten? Ich würde schon sagen, so bis mit diesen Wasseroptiken so würde ich schon weitergehen wollen.
Muss ich gerade überlegen. Wäre ja auch ganz cool, wenn es vielleicht mal irgendwo ein bisschen höher gehen würde. Wieso macht das jetzt nicht? Okay. Und hier werden wir dann wieder. Was das? Den ja, den benutzt.
später wieder auf den Weg führen. Bis jetzt. Ja, das sieht ganz gut aus. Machen wir auch gleich mal hier unten ein bisschen Farbe rein. Das mal abhebt. Das ist halt sehr gut. Eben. Wo haben wir denn? Und dann hier. Was mir gerade schon das könnte so färmer, das sieht halt mir auch nicht. Wunderbar hier nehmen. Die Frage, machen wir das denn mäßig jetzt? Erst einmal müssen wir jetzt hier mal. Es gibt ja natürlich Küchenholz mit dabei, das mit.
Ach Leute, da muss ich mir echt noch überlegen, was ich da am Ende nehme. Gut. Radio ist mit den Sandsteinen hier gleich davon. Passen halt auch wirklich sau gut rein, ja. Die wird man nicht. Wäre denn, wenn wir jetzt eigentlich sowas hier machen würden? Ich kann das ja mal kurz hier so ein bisschen weiterspielen. Ähnliches haben wir ja.
Tatsächlich gar nicht mal so. Ich muss sagen, das sieht gar nicht mal so übel aus. Gefällt mir tatsächlich. Ja, spontan einfach mal eine Idee gehabt, wie man so eine Brücke gestalten kann. Perfekto. Dieses hohe Gras hier weg. Immer schlimm, weil man dann halt auch einmal durchschauen muss.
Ja. Trotzdem nehme ich ein bisschen später dadurch, weil ich gesagt habe, aber sollte trotzdem klappen. Ja, so ein bisschen. Ups. So. Ich die jetzt hier hoch, aber naja, egal. Da kann man es ja ein bisschen weiter hintersetzen.
So, die sollen sie auch. Normalerweise hier. Aber das das kann man dann nicht einmal mit solchen kleinen Pfeilen noch verändern. Sieht doch schon mal ganz gut aus, so. Geht mal. Haben wir denn da alles? Reifen. Der dann in Häusern gebaut. Sicherheit.
Fände ich jetzt zu massiv irgendwie. Arbeiten kann. Theoretisch ist es ja eigentlich so relativ simpel. So. Haben wir da falsch, ne? So. Nett. So, da haben wir da jetzt schon mal hier ein schönes Gestell. Ich muss mal gucken, wie das mit den Fächern ist. Geht doch.
Ja, ich brauche aber auch Kanten davon. Das wäre jetzt einfach nur auflegen. Könnte man machen. Wäre vielleicht in gewissem Maß auch ganz hübsch, aber ich wollte schon gerne jetzt so ein Ding machen, was da oben. Das Problem ist, du hast halt hier nicht so. Gibt halt keine richtigen Kanten, ja. Das ist wahrscheinlich doch. Kann das ja mal einpflanzen. Das passt doch nicht ganz so. Was sehe ich dann, ja? Finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Die Frage. Eine Seite so ein bisschen. Auch benutzt.
Sieht nicht. Hier könnte man das sogar dran lassen. War das ein bisschen rumexperimentieren halt. Da kann man ja noch so ein afrikanisches Dorf jetzt hier unten setzen. Wäre auch vielleicht eine gute Idee. Das ist mir jetzt wieder too much. Was kannst du denken? Bisschen groß auch wieder. Das könnte man natürlich aber trotzdem. Dieser bestimmt einfärben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Was ist halt wieder das Stückchen zu groß, ja. Ja, ganz halt, ob ich halt eine Seite hier machen werde. Das hier können wir machen.
Sie sollen ja nicht runterfallen irgendwann. Das war die. Okay. Deko kann man eigentlich schon. Theater. Ja, erstmal her damit. Man könnte auch so Dinge hinsetzen. Sagen. Ja.
Ziemlich pflanzenmäßig. Keine Baupläne. Nee. Hier unten. Ich mache erstmal hier unten so ein bisschen. Alles so afrikanisch ist. Ja, man muss jetzt mal wieder einige Pflanzen hier platzieren, dass man daraus wieder was machen kann. Sehen wir denn? Ja, sieht auch nicht. Gefällt mir irgendwie. Nein, was? Doch afrikanisch. Nein. Könnte man auch machen, ja. Ja, auch eine Option noch. Mensch, du warst ja schon. Ja.
Da ist, dass ich mich mal verklicke. Ich weiß auch nicht, warum. Frage ist halt, wie ich das wirklich, wie ich das denn vielleicht machen. Hier würde ich jetzt sagen, ja. Ach, wie kann das denn sich nicht mal ordentlich? Ist ja echt schlimm. So, komm ran hier. So, nichts denkst du, oder? Das ist ja. Die gefällt mir gerade.
Könnte halt nicht. Ich weiß noch nicht, ob die andere Seite auch noch so mache. Ich lasse erstmal dort das Holz so. Immer noch eigentlich im Arbeitungsmodus. Ja, baue ich auch schon wieder über eine Stunde. Wahnsinn eigentlich. Ja, stimmt. Jetzt was. Na komm, ja. Nehmen den hier nochmal, das ist ja schön grün. Können wir ja. Okay. Was war das denn jetzt? Bitte dich.
sehe auch das. Wollen wir ja. Was gibt denn unter dem Giraffe eigentlich? Das ist natürlich hier cool. Einstellen. Weißt du. Theoretisch. Seil. Gab's hier jetzt so. Schwierig. Hätte das wahrscheinlich. Kann ich nehme jetzt ein Seil nehmen. Friedrich. Immer jetzt. Das passt. Muss auch nicht alles so extrem gerad und genau sein. Das ist ja dieses so bisschen, würde ich sagen, wenn das so ein bisschen eben ist, es macht das echt so ein. Das wieder los hier.
Leuchte und so. Art und Weise gibt es so viele Deko-Elemente mittlerweile, aber oft ist es halt wirklich immer noch so, wenn man was Bestimmtes braucht. Man hat es beim Fenster. Antilope. Was für eine Riesen-Antilope, ey. Ja, auch ganz cool. Komm auf oder dicht. Ich will nur ja nicht hier sehen, dass es Elemente jetzt gibt. War sehr gut. Ja. Und das jetzt sagen wir hier durch. Kann man nämlich jetzt eine coole Absperrung machen. Finde ich sogar richtig gut. Prima, 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 prima. Haltet sich. Ja, die mache ich doch. Was war eine Kuh? Mal eine ausprobiert. Ja, ich lasse das dann mit Stein, das sieht dann besser aus.
Sehr gut. Jetzt los. Würste wegen Winzip gleich mal rausgedappt hier. Ich muss sagen, dass man diese Felsen zum Einfärben, weil sie sind ja eigentlich so Felsen, das ist gut, dass sie das reingebracht haben. Weil das nutzt nur mal einen Großteil dazu, ist wirklich, Anlagen zu entscheiden. Was ist das? Der kommt jetzt. Das muss so ein bisschen ab. Jetzt wird ein kleiner Platz. Da können wir uns dann auch was einfallen lassen. Das sieht. Ähnlich wie hier. Werde ich wahrscheinlich die Abgrenzung auch so lassen. Ja, ich muss überlegen, was ich hier alles reinsetzen werde. Definitiv kommen hier Giraffen und Zebras rein. Die loben vielleicht auch noch, das ist halt dann schon nicht vergessen. Ja.
Das kann, hier kann man dann halt mal gleich noch dann wieder verbinden, indem man vielleicht dann eine, der Afrika-Bereich, der ist ja eigentlich immer groß, finde ich. Könnte man dann halt. Aber dann halt hier. Im Grunde geht es ja doch zu einem Aquarium. Könnte man aber hier den Bereich halt alles schon so ein bisschen mit in diesen Afrika-Look mit gestalten. Geht es halt hier drüber. Man dann hier wahrscheinlich könnte man das so machen. Speicher war, dass man hier vielleicht dann ein afrikanisches Dorf irgendwie installiert. Dass ich dann halt gleich noch sowas wie Hyänen, naja, Hyänen, aber anderes Tierchen nur, also muss auch sagen, ich hatte glaube ich bis jetzt noch gar keine Hyänen gemacht. Wäre das auch gleich mal was Cooles. Das wollen wir aber erstmal noch ein bisschen hier Struktur reinbringen. So eine kleine Erhöhung macht, finde ich, schon immer viel aus. Und so, von dem hier finde ich, müsste es viel mehr geben. Aus dem Steam Workshop hat man da mal was Schönes. Ich muss sagen, das Steam Workshop hat man ja wirklich teilweise so richtig coole Sachen, die man dann benutzen kann, aber letzter Zeit schlaucht es da ein bisschen. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass Planet Zoo am Ende ist. Im Gegensatz wurde der Entwickler etwas aktiver noch die, also wir jetzt also wirklich Bugs beseitigen, wo es leider Gottes genügend gibt. Und würde sich vielleicht ein bisschen mehr Ressourcen in DLCs stecken, weil ja, es gibt noch so viele Tiere oder Gegenstände und Dinge, die man hier möchte. Allein der Punkt wirklich mit echten, also mit Vögeln oder Aquarium. Also ich möchte nicht unbedingt erst Blende zu 2 haben oder so ein Käse. Sind Dinge, die hier einfach noch kommen können, müssen. Aber ich habe beinahe schon so eine Befürchtung. Hier ist er ja jetzt, glaube ich, 2019 mal herausgekommen. Hier halt nicht mehr viel. Kann ich gar nicht mehr so viel mehr kommen wird oder passiert.
Ebene hoch. Weil mit den Afrika-DLC haben sie ja eigentlich schon, vor allem mit Erdmädchen, was getroppt, sage ich jetzt mal. Also Leute lange wollten. Ja, den hier Rhythmus mit dem. Alle. Kann ja sagen, es kommt ja, kam ja jetzt bis jetzt wirklich alle 3 Monate ein DLC. Finde zwar auch immer leider mit vielen Packs. Aber. Keine Ahnung, Vivarientiere zum Beispiel, das ist etwas, wo ich mir auch sage immer, schön, brauche ich nicht eher, nicht wirklich, weil es gibt halt wirklich viele dafür. Also wenn man Terrarium oder irgend sowas bauen will, man ist relativ gut damit ausgestattet. Müssten meines Erachtens viel mehr Dinge bringen, was man wirklich bräuchte. Warum habe ich da jetzt Gehege eingegeben? Ich würde da erstmal eingeben, Giraffe. Ich finde die so groß aus. Diesen Rückzugsort, das könnte auch ganz einfach und problemlos gebaut sein, aber das große. Erstmal mit den ganzen Gelumpe vorstellen, was die Teile so brauchen. Erst gehen wir mal hier. Bionom, Proben, Graslandschaft. Basland. Provinz. Oder die Kapzelle, also Graslandschaft. Primär kann man sagen, Graslandschaft.
Die kriegen von mir einfach nur einen Baum rein. Auch nicht. Erstmal wahllos. Ach, nicht in liegen. So. Mensch, da gibt es ja gar nicht so viel, was man hier hinsetzen kann. Nett. Sagen, bleibe ich lieber bei dem Punkt Afrika als Kontinent. Da hast du ja wenigstens mal ein paar Pflanzen, die du hier integrieren kannst. Wenn da hier nicht alles gewollt ist, dann ist es halt so, aber ja sonst. Sonst richtig öde aus. Eigentlich finde ich die immer schön weiten, aber ich weiß nicht. Finde ich nicht schön gestaltet hier. Der Planet so. Die ja am liebsten hinten reinsetzen. Aber sind wir mal ehrlich, ich glaube nicht, dass eine Schirmkakazie jetzt so im Zwischenraum wachsen würde, oder? Na gut. Sieht ja eigentlich ja noch ein bisschen aus wie ein anderer Baum. Definitiv nicht die Pflanze. Fahren ist halt auch immer eine gute Sache. Mal auf die machen. Das gibt's doch jetzt nicht hier.
So. Hier kommt wieder so schön die Pinsel dran. Ob ich es jetzt hier hinten höher machen muss. Campus ist allgegenwärtig in Source, als Abgrenzung im Background. Ups. Oh mein Gott. Aber eigentlich finde ich schön beobachten.
Die Seite will ich ja auch niedriger lassen. Hier müssten wir dann aber dann hochgehen. Das geht halt nicht alles. Seite hier. Mal wieder verklickt. Elemente. Ja, die wahrscheinlich damit Balken arbeiten, hier so ein Strickdach erzeugen. Mache hier ein ganz normales gerades Dach drauf. Und hier geht es halt dann einfach hoch. Kann man natürlich auch machen. Aber für die Giraffen muss es halt definitiv größer werden. Naja, ich würde sagen, wo hier hat man die Barriere ziehen. Damit die Tierchen hier rein können.
Hey. Mal, warum hast du denn Twitch-Mutter gar keine Arbeitsbereiche? Wer denn der Mist schon wieder? Er hat auch wieder gar keine Arbeitsbereiche. Das hatte ich auch schon letztes Mal das wohl gemacht. Amen. So, jetzt kaufen wir an dem erstmal. Aber du hast doch genügend Möglichkeiten, auf manche Meldungen. Ich hätte jetzt erstmal auf dem Tierhandel. Ich glaube, nach 2 Stunden war. Oh, der. Bubble Wie ist denn die Gazelle wieder? Ich hab das einfach nur Gazelle, das da. Giraffe. Steppenzieher. So. Dann werden wir uns in so einen Bullen hier kaufen. Die Weibchen. Captain Zebras machen wir es ähnlich. Endeline. Hier. Drei. Drei. Vier. Erzählen weiß ich es nicht. In Gazellen kann ich mir gar nicht so vorstellen, dass sie so viel. Nein. Ich doch gar nicht. So. Müssen Sie erstmal die schönen Tierchen hier bringen. Ah, da kommt was. Werden sie sich wahrscheinlich wieder festpacken, weil sie hier vorne noch stehen. Ah, gut, die hat sich befreit. Hinaus in eure schöne Anlage. Ruhe, Techniker.
Das müssen wir erstmal gucken. Richtig. Hier kannst du. Bräuche ja. Ich brauche eine Gazelle. Sind sie denn? Ihr braucht mehr Gras. Und du bist sogar zufrieden. Guck an. So, das muss jetzt gehen, ihr Klein. Das Wasser eigentlich ist sauber. Hier drüben ist es plötzlich auch sauber. Ja, nicht sagen, aber eben. Ich mag dieses kleine verpackte Game. Dora Marias. Geht das? 6 Dächer. Ich mir hier. Hochziehen. Thank you.
Oder? Ja. Noch überlegen. Muss es denn immer gleich? Könnte man. Könnte man aber auch Scheiben noch einsetzen, ne? Mir mal überlegen. Vielleicht mache ich auch noch mal irgendwas mit Glas als Element mit. Hier krieg ich mal weiter. Ist ja ziemlich düster aus, deswegen. Ich guck gleich mal. Glas. Ja. Wo hatte ich es denn jetzt? Nicht?
Jetzt kann ich nämlich hier mitnehmen. Ich hätte aber nicht so viel Lust, dass er das immer so versteht. Nicht Glas. Oder die Umschalttaste. Also, würde ich jetzt hinzufügen. So sieht das nämlich eher freundlicher aus, wenn ich reinkomme. Jo. Der mal. Würde ich natürlich das hier oben. Ja, das werde ich hier dann vorziehen und ich weiß noch nicht. Warum ist ja. Immer da langsam ein offenes Dach. Ah, das ist halt immer noch hier. Ja, Bug ist es ja nicht unbedingt, aber kann halt nicht in diesen schrägen Stämme perfekt ausrichten. Das ist etwas, was
Boah, Ewigkeiten gehört an dem. Aber wenn ich das jetzt hier dann angleichen könnte, zack, würde ja gut aussehen. Das aber dann nicht. Das merke ich schon wieder, das wird schon eine dezente Frühmittagsarbeit dann werden. Aber naja. Weil ich dann die Wände um. Jetzt halt. Man könnte halt auch richtig kurz Balken arbeiten. Wir haben halt die Schräge von diesen Dächern genommen, aber man hat halt nicht die Option. Ja, das ärgert mich extrem. Einfallen lassen. Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Gibt immer noch. Ja. Seite. Schon mal. Gut. Ja. Die ganze Zeit schon darüber überlegen, wie man es am blödesten macht. Gibt es ja auch solche. Ich hätte es halt lieber jetzt in dem Look da oben gemacht, ne? Da wäre es halt so ein Balken hier. Ach ja. Ich werde es wahrscheinlich jetzt erstmal hier machen. Mit zu. Ich dann
oder mit irgendwelchen Schreinern. Richtig kann ich damit uns. Das hier ist schon eher was. Gab da auch ein Zelt drin. Wo ich sie lasse, weiß ich auch noch nicht. Aber erstmal ist es ja. Ich könnte mal dann hier ordentlich was hier gestalten. Irgendwie hat es Performance-Probleme heute. Er ging die ganze Zeit schon auf beim Bauen. Wasser muss ich noch mal gucken. Würde eigentlich schmutzig sein. Das hat ja schon so gepasst in den Afrika-Style. Dann hier noch so schöne große. Mache ich da dort dran noch. Und werde ich noch mal Mauer einziehen. Okay. Also hier noch beobachten. Oh, das ist raus.
Ist dazu wieder ein Stück gewachsen, muss man sagen. Beim optimalen Platz ausnutzen. Diese Ecke, das wird schon richtig schön hier im spanischen Bereich treffen. Ah, das ist echt nicht schlecht geworden. Prima. So, jetzt sind wir ja auch schon wieder bei 2,5 Stunden. Ich würde sagen, werde ich persönlich erstmal eine Pause hier machen. Und ja, man sieht sich bei den nächsten Bauprojekten. Also, macht's gut.